Es ist ja immer leichter, etwas kaputt zu machen, als etwas aufzubauen. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und heute müssen wir mal wirklich kritisch denken, denn gestern gab es hier auf YouTube ein diffamierendes Video. Nicht nur gegenüber mir, sondern auch gegenüber meinem Kooperationspartner Freedom24, mit dem ich jetzt bald 2 Jahre hier zusammenarbeite auf YouTube. Dieses Video ist völlig substanzlos. Dort werden einfach wild irgendwelche Zahlen aus verschiedenen Bilanzen hin und her geworfen, Währungen miteinander vertauscht und verwechselt und wichtige Informationen einfach weggelassen. Deswegen werde ich jetzt im ersten Teil bei diesem Video einfach mal für Klarheit sorgen und zeigen, wie es tatsächlich ist. Und im zweiten Teil des Videos noch mal ein bisschen allgemein etwas zu YouTube und so sagen. Ja, kommen wir erstmal zu dem großen, großen Missverständnis. Weil wenn man jetzt beispielsweise bei Freedom24 hier ein Konto eröffnet, ganz wichtig, oben auf das Logo achten, dann gehört dieses Konto zur Freedom Finance Europe. So, das ist ein Aktienbroker. Diese Aktienbroker werden einerseits in Europa durch die jeweiligen nationalen Behörden und so reguliert und andererseits nochmal durch die ESMA, durch eine europäische Regulierungsbehörde. Das heißt, jedes Brokergeschäft, jede Bank und sowieso muss in Europa bestimmten Kriterien entsprechen. Völlig egal, ob diese Bank in Deutschland, in Polen oder irgendwie in Frankreich oder in Südzypern liegt. Zum regulatorischen Aspekt komme ich aber gleich noch. Jetzt springen wir mal auf eine andere Webseite und schaut mal, was der Unterschied ist. Hier steht jetzt nämlich Freedom Bank. Nanu, was ist denn Freedom Bank? Nun, die Freedom Bank ist eine Bank, tatsächlich eine Bank, ja, die in Kasachstan ist. Und diese Bank dort, wie ihr sehen könnt, hat alle möglichen verschiedenen Geschäftsbereiche. Zum Beispiel hier Digital Mortgage, also Hypotheken, Autokredite, irgendwelche Kreditkarten und alle möglichen anderen Dinge. Dieses Bankgeschäft in Kasachstan, was schon ziemlich lange dort existiert, ist nicht dasselbe wie ein Brokergeschäft in Südzypern. Es gehört zwar beides insgesamt zu einer großen Holdinggesellschaft in New York, dazu gleich noch mehr, aber es ist nicht das Gleiche. Das ist so, wie wenn du jetzt zum Beispiel einen riesigen Konzern nimmst, wie Nestle oder so, und die haben überall auf der Welt Tochterunternehmen, haben irgendwo ein Wassergeschäft, vielleicht in Saudi-Arabien oder in Peru oder wo auch immer, und dann haben die irgendwo eine Parfümsparte mitten in Paris. Und das sind jeweils unterschiedliche Tochterunternehmen. Ja, du kannst jetzt aber auch nicht sagen, schaut mal, dieses Unternehmen in Paris verkauft dort Parfüm und das hängt jetzt irgendwie zusammen mit der Bilanz, mit dem, was irgendwo bei der anderen Tochtergesellschaft gemacht wird, in Saudi-Arabien oder in Afrika oder so. Das sind komplett unterschiedliche Geschäfte. Und das mangelnde Verständnis davon ist es, was dann eben dazu geführt hat, dass so viel Verwirrung aufgetaucht ist. Und diese möchte ich jetzt ganz einfach mal klarstellen, weil es wurde in dem Video nämlich eine Bilanz gezeigt. Und es war die Bilanz, wie man hier sieht, von der Freedom Bank in Kasachstan. Übrigens, bevor wir jetzt auf die Zahlen eingehen dieser Bilanz und ich genau zeigen werde, wo das Missverständnis lag, kann man auch mal hier schauen, bevor man zur Bilanz kommt, gibt es nämlich eine Prüfungsgesellschaft und in diesem Fall Deloitte, die größte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Welt, die unter anderem nicht nur diese Freedom Bank hier prüft, sondern auch die Holding. Das bedeutet, du hast natürlich immer, wenn die Unternehmen irgendwas einreichen, dann eine Prüfungsgesellschaft, die guckt, wo ist das Geld, wie ist es mit den Bilanzen, wie läuft das alles ab. Und diese Gesellschaft gibt dann ein Fazit. Hier steht drin, ne, von Deloitte, in our opinion, the accompanying separate financial statements present fairly in all material respects the separate financial position of the bank. Ja, also diese Prüfungsgesellschaft sagt, dass die Daten und alles hier korrekt wiedergegeben wird. So viel nur als Hintergrund, weil natürlich wurde sowas auch nicht in dem diffamierenden Video gestern hier gezeigt. Aber jetzt geht's ans Eingemachte und zum Verständnis. Eine Bilanz muss man als allererstes immer oben anfangen zu lesen. Und hier oben steht in thousands of tenge. Weder handelt es sich hier also um Euro,
noch um Dollar. In dem Video wurde ja sogar gesagt, keine Ahnung, Euro oder Dollar. Also es wurde noch nicht mal gewusst, um welche Währung es eigentlich geht. Aber es ist weder in Euro noch in Dollar, sondern in Tenge. Denn das ist die Währung von Kasachstan. Hier mal zur Umrechnung. 1 Euro entspricht ca. 524 Tenge. Und es gibt natürlich bei Euro und Tenge ganz normale Währungsschwankungen, so wie überall auch auf der Welt. Und diese Währungsschwankungen haben natürlich auch eine Auswirkung auf die jeweiligen Geschäftsergebnisse in den unterschiedlichen Unternehmen von verschiedenen Ländern. Gerade von Unternehmen natürlich, die international und so tätig sind. Das aber nur zum Beginn. So, jetzt wird dann kritisiert, oder was heißt kritisiert? Es wird einfach dargestellt, schaut mal hier, die Kredite an Kunden haben sich verdoppelt im letzten Jahr. Und dann wird das irgendwie dargestellt, als wäre das eine richtig schlimme Sache oder wie. Vielleicht sollte man mal, und das ist halt das typisch Deutsche immer, so in Deutschland ist alles korrekt, obwohl beispielsweise, wird ja auch im Video erwähnt, Wirecard ein deutsches Unternehmen war. Aber sonst überall auf der Welt, ja nee, wenn da irgendwo eine Bank ist in Kasachstan, das kann doch alles nicht mit rechten Dingen zugehen. Vielleicht sollte man sich mal einlesen, weil eben jener Sitz, wo die Bank ist, Almaty, ja, ist nämlich im starken Wirtschaftswachstum. Etwas, was wir vielleicht schon völlig vergessen haben. Economic growth driven by 17.5 increase. Also keine Deindustrialisierung, sondern 17,5% mehr industrielle Produktion, 14,5% Wachstum in Handel, 12% Wachstum in Finanz- und Versicherungsaktivität. So, und deswegen kann es natürlich auch mal sein, dass in einem guten Jahr sehr viel mehr Kreditgeschäft möglich ist. Wenn die Wirtschaft wächst, mehr Leute dadurch eben sich ein Auto leisten wollen oder andere Dinge, dann verdient natürlich eine Bank auch mehr Geld. Soweit so klar, oder? Ich hoffe, ihr seid noch dran. Jetzt geht's aber weiter, weil was genau ist denn das hier jetzt? Das ist weder Euro noch Dollar, sondern es sind Tenge. Und es sind auch nicht 600 Millionen Tenge, genauso wie hier, wenn wir jetzt weiter runtergehen, zu den Einnahmen sind es auch nicht 25 Millionen Verlust oder 15 Millionen Gewinn, sondern es sind Milliarden, weil hier oben steht in Thousands of Tenge. Seht ihr? In Thousands of Tenge. So, in den Bilanzen macht man das immer so, weil keiner Lust hat, weder irgendein Investor noch jemand von der Prüfungsgesellschaft, ständig die ganzen Milliarden und die Nullen hier zu zählen. Deswegen kürzt man das ab. Wenn also irgendwo in einer Bilanz, nehmen wir jetzt einfach mal irgendeine Kennzahl, beispielsweise 45 Millionen steht, ne? Aber hier oben in Thousands, dann bedeutet das, dass hier nochmal jeweils 3 Nullen hinten dran gestellt werden. So viel zum Verständnis und zum Thema Bilanz. Und das ist übrigens überall auf der Welt so, ja. Und jetzt ist es also so, dass hier zwar ein Verlust aus diesem Geschäftsbereich ausgewiesen wurde, im aktuellen oder im letzten Geschäftsjahr hier, aber es wurde im Video eben nicht die Gesamtsituation und die Gesamtbilanz gezeigt, sondern alles wurde einfach aus dem Kontext singulär rausgepickt, ne? Also quasi, letztes Jahr haben sie einen Gewinn gemacht, dann einen Verlust. Seht her, was ist das denn für eine Zockerbude? Aber dann muss man schon die ganze Bilanz zeigen und sieht man hier insgesamt Profit for the Year ganz unten in der GUV. Und da steht etwas wieder von 32 Millionen. Aber wir müssen es ja umrechnen, denkt dran, in einerseits Thousands, also 32 Milliarden und dann wiederum in Tenge. Und das bedeutet, die Bank hat letztes Jahr ungefähr einen Profit von 60 Millionen Euro umgerechnet, mass und minus gemacht. Und kein Verlust. Alle soweit noch am Ball? Wichtig, ganz wichtig. Wenn man über solche Dinge spricht, dann sollte man sie auch in einem fairen Kontext, finde ich, repräsentieren und nicht einfach, ja, substanzlose Claims machen. Das hat trotzdem alles noch nichts mit dem Broker Freedom24 zu tun. Weil Freedom24, wie gesagt, ist eine andere Tochtergesellschaft der
Freedom Holding Corporation. Und diese Freedom Holding Corporation wird nochmal in der USA ja auch überwacht und kontrolliert, weil sie an der Nasdaq-Börse gelistet ist. Und dort veröffentlicht die Freedom Holding Company, so wie jetzt zum Beispiel hier am 8. November 2024, einen Quartalsbericht. Und wenn wir jetzt in diesen Quartalsbericht mal schauen, hier haben wir dann, das ist das, was man dann häufig auch immer in den allen großen Unternehmen liest, Consolidated Statements of Operations. Konsolidiert. Das bedeutet dann, in so einem konsolidierten, bei Daimler-Benz heißt es dann irgendwie Konzernbericht oder so, werden dann all die unterschiedlichen Tochterunternehmen zusammen bilanziert in eine große Konzernbilanz. So, und jetzt schauen wir in diese Quartalsbilanz rein. Hier sehen wir jetzt beispielsweise die Quartalsergebnisse von dem aktuellen Geschäftsjahr im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr. Und auch hier sehen wir jetzt beispielsweise, das ist jetzt angegeben wieder in Thousands, aber diesmal United States of Dollars. Ja, da oben steht's. Das bedeutet, wir haben hier nicht 580.000 Dollar Umsatz, das wäre ein bisschen wenig tatsächlich, sondern 580 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Ja, und dann haben wir hier natürlich ganz normal, wie in einer Bilanz, die Ausgabenposten, die Werbeausgaben und alle möglichen anderen Dinge. Und schlussendlich kommen wir unten beim Nettoeinkommen an. Und wir haben jetzt in den letzten 3 Monaten, wie wir hier sehen, ein Ergebnis von 114 Millionen Dollar Gewinn erzielt. Das heißt, auch auf der Konzernbilanz insgesamt steht unterm Strich ein Gewinn. Fairerweise muss ich sagen, gab es bei Freedom 24 in der Vergangenheit schon einige Probleme. Und zwar, dass einige Quartalsberichte nicht rechtzeitig eingereicht wurden. Das ist aber eine Sache, die das Unternehmen korrigiert und daran arbeitet. Und wie wir ja auch jetzt sehen, wurde beispielsweise hier, wie man sieht, auf der gesamten Webseite alles eben korrekt auch hochgeladen und ebenfalls von Deloitte, der Prüfungsgesellschaft, abgenommen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den ganzen regulatorischen Dingen, weil auch diese sind extrem wichtig, weil zum Beispiel, wenn man auch hier alles wieder durcheinander wirft, also zum Beispiel irgendwelche Zinseinlagen und Zinsswaps mit Aktien und so verwechselt, dann ist das natürlich auch kritisch zu bewerten. Kommen wir jetzt da kurz zur Regulierung. Als erstes haben wir hier die CISEC, das ist die zypriotische Exchange Commission, also quasi die BaFin von Zypern. Und diese hat eine Lizenz vergeben an Freedom Finance Europe, eben Brokergeschäfte in Zypern durchzuführen, weil dort der Unternehmenssitz ist. Aber schaut mal, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, Investment Services, hier sind für die einzelnen jeweiligen Punkte immer die jeweiligen Lizenzen und so weiter, was sie haben. Sieht man dann hier auch, ne, zum Beispiel Tide Agents, die Freedom Finance Germany GmbH, die übrigens auch einen ganz normalen Geschäftssitz hat, bei dem man übrigens auch als Kunde anrufen kann und sogar einen Termin machen kann, wenn man möchte. Ja, gibt's auch nicht bei jedem Broker. Und entsprechend auch die einzelnen, ja, Lizenzen in den jeweiligen anderen EU-Ländern zu operieren. Freedom 24 ist ja ein Broker, der beispielsweise in Deutschland noch gar nicht so stark vertreten war, sondern zum Beispiel die größten Bereiche in Europa, so glaube ich in Griechenland, in Polen hat, aber auch in anderen Ländern vertreten ist, wie beispielsweise in Portugal oder in Spanien, ich glaube auch in Dänemark, ja. Und das ist halt eben logischerweise so, du kannst als Broker nicht ohne eine Lizenz in Europa irgendwo ein Geschäft machen. Das funktioniert heute schon lange nicht mehr, ja. Jetzt aber noch der nächste Punkt, und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es gibt in der EU, ja, das ist wie immer der Fall, wisst ihr ja mittlerweile, nicht nur eine nationale Behörde, sondern es gibt auch noch die ESMA, also die European Securities and Markets Authority, die eben auch nochmal die unterschiedlichen Regulationsbehörden und so weiter miteinander abgleicht, einheitliche Standards und so weiter schafft. Es ist also nicht so, dass wenn ich bei Freedom 24 Aktien kaufe, die irgendwo in irgendwelchen OTC-Swaps sind oder dass das irgendwo gar nicht nachgeprüft werden kann, sondern sehr wohl Sondervermögen ist, genau wie bei jedem anderen Broker, der in der EU sitzt.
Und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, dort seine Aktien zu kaufen und zu halten. Was davon natürlich getrennt ist, ist wiederum das Thema Tages- und Festzinsanlagen. Wenn ich irgendwo zum Beispiel Rendite will in Form von einer Festzinsanlage und diese Zinsen beispielsweise höher sind als bei vergleichbaren anderen Unternehmen oder Banken, dann kann es eben auch höhere Risiken geben. Und dieses höhere Risiko wird dadurch abgegolten, dass eben die Einlagensicherung auf diese Zinsgeschäfte, so wie es übrigens auch überall auf der Webseite jeweils von Freedom24 nachzulesen ist und so wie ich es und andere YouTuber, die dafür werben, auch gesagt haben, immer wieder in den Videos, ja, entsprechende Dokumente, die man sich auch dort anschauen kann und runterladen kann, wenn man es denn möchte, wo steht, dass die Einlagensicherung für die Zinsgeschäfte bei 20.000 Euro limitiert ist. Das bedeutet, willst du mehr Zinsen haben auf mehr als 20.000 Euro, willst du quasi jetzt 50.000 Euro oder 100.000 Euro investieren, dann ist deine Einlage nur bis 20.000 Euro abgesichert. Dafür bekommst du aber mehr Zinsen. Ja? Also wenn du willst du mehr Chancen, willst du mehr Rendite, hast du am Finanzmarkt immer auch ein bisschen mehr Risiko. Das hat aber nichts mit den Aktien oder anderen ETFs und so weiter zu tun, die du dort kaufst. Und das, auch das wird beispielsweise völlig vermischt. Allgemein kann man auch sagen, ist es so, dass viele Broker entsprechend ihrer Wachstumsstrategien auch mal gewisse Angebote für begrenzte Zeit machen, die nicht für immer gelten. Zum Beispiel der Deposit-Bonus, dass man Aktien geschenkt bekommt, wenn man Geld einzahlt. Ja? Oder andere Broker, die dann zum Beispiel sagen, du kriegst 50 Euro Startguthaben, wenn du hier ein Konto eröffnest, obwohl du noch nicht mal einen einzigen Trade gemacht hast. So, ich habe jetzt noch nie ein Video gesehen und ich habe selbst auch noch nie ein Video gemacht, weil es einfach unseriös wäre, über ein deutsches Fintech-Startup, wo man irgendwie dann dahin geht und sagt, boah, schaut mal hier, BlackRock hat jetzt hier beim deutschen Fintech investiert und daran sieht man ja, die kommen ja an sich und selbst gar nicht klar mit ihren Kundeneinlagen, weil schaut mal hier, die haben jetzt hier 2022 60 Millionen Verlust gemacht, 2021 40 Millionen Verlust, die haben ja noch nie einen Gewinn gemacht, ja, was ist denn da mit den ganzen Kundeneinlagen und so, ja, ja, die haben mit eben eine andere Strategie gemacht, die haben ein Investment von BlackRock bekommen und auch dieses Unternehmen ist genauso reguliert, ja, aber da würde doch auch jetzt keiner auf die Idee kommen zu sagen so, oh, weil das Unternehmen irgendwie jetzt gerade Verlust macht, will ich da mein Geld irgendwie nicht lassen und so. Ja, aber ich finde es immer so sonderbar, dass man das in anderen Ländern dann versucht, so negativ zu framen. Ja, also oh, Kasachstan und Zypern und Russland und so. Wir müssen mal langsam so ein bisschen aufwachen und die Realität heutzutage wahrnehmen. Es gibt auch ein spannendes Video, das könnt ihr auf YouTube mal schauen, zum Beispiel von der Hauptstadt von Kasachstan, Astana, und die Entwicklung in den letzten 25 Jahren. Also schaut euch mal die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung von Kasachstan in den letzten 25 Jahren an. Das ist nicht mehr so wie dieses Bild, was viele Leute noch haben, von wegen, dass da so ein paar Leute mit einer Schubkarre irgendwie rumfahren, auf dem Acker irgendwie sozusagen Vieh züchten, sondern das sind auch Industrienationen jetzt mittlerweile. Und deswegen stört mich auch immer so ein bisschen so diese allgemeine Arroganz gegenüber solchen Ländern und zu behaupten so einfach, ja, hier in Deutschland ist alles okay, aber dort, oh nee, oh, bloß nicht mein Geld dahin überweisen, ja. Aber das ist nur nebenher gesagt und allgemein hoffe ich, dass ich jetzt mit diesem Video für ein bisschen Klarheit sorgen konnte. Und ich will noch mal eine Sache insgesamt auf YouTube ansprechen, weil ich ja den ganzen Spaß hier schon etwas länger mache und auch schon in verschiedenen Bereichen gearbeitet habe. Zum Beispiel im Fitnessbereich. Und da war es damals ähnlich wie jetzt im Finanz- oder im politischen Bereich. Es gab auf YouTube immer mehr und mehr Kanäle und logischerweise dadurch auch immer mehr und mehr Konkurrenz. Aber alle haben mehr oder weniger erstmal ihre Videos gemacht, ihren Content gemacht und mehr oder weniger war alles gut. Doch dann ging es irgendwann los und einzelne Akteure haben angefangen herumzusticheln, andere schlecht zu machen und irgendwann gab es dann die Rechtsstreitigkeiten und dann war es nur noch ein gesamter großer
Krieg zwischen diesen einzelnen YouTube-Parteien. Und das hat diesem gesamten Bereich auf YouTube auch massiv geschadet. Und deswegen würde ich diese Leute, die hier bewusst vielleicht andere angreifen wollen, um ihnen zu schaden, ja, mal ein bisschen dazu ermuntern, vielleicht sowas auch mal anders zu klären. Beispielsweise, dass man dann mal jemanden anruft vorher und nachfragt, wenn man etwas nicht versteht, statt es einfach zu veröffentlichen, samt beispielsweise auch der Namen von Mitarbeitern einer Firma im Internet, das ist einfach nicht okay. Also hier würde ich mal da appellieren, in Zukunft etwas anders vorzugehen, weil ich glaube, dass das der gesamten YouTube-Community massiv schaden wird, wenn jetzt diese Art auch in diesem Bereich losgeht. So viel nur zu meiner Meinung. Das war mein Statement dazu. Und ich hoffe, ich konnte, wie gesagt, euch ein bisschen mehr Klarheit darüber geben. Ich werde weiterhin auch mein Geld dort bei Freedom investieren. Und ja, du kannst auch dort weiterhin deine Aktien und so weiter kaufen. Es ist ein regulierter Broker, der von Deloitte geprüft wird. Und wenn du jetzt noch unsicher bist, dann schreib mir einfach Fragen, die du dazu noch hast, einfach hier unten drunter auf. Oder aber informiere dich einfach auch selbst. Es gibt auch andere YouTuber beispielsweise, die sehr gute Videos dazu gemacht haben. Nicht nur Olli und so beispielsweise. Auch ein Focus Investor hat vor einigen Monaten ein gutes Video über Freedom gemacht. Oder auch ein Alex Black von Northern Finance, wo die auch immer mal wieder auf einige Aspekte, die unklar sind, eingegangen sind. So viel aber jetzt erstmal von mir.